Willkommen zurück zu Modo Warship, Fischen heute die Riga. Und ja, falls ihr das im Hintergrund hört, das ist der Ventilator, der übelst böllert, denn es ist immer noch sehr heiß. Heute sollte ja eigentlich ein Sturm kommen, ne? Angeblich. Oder irgendwie habe ich das gehört, ja. War nicht so. Es ist scheiße. Mir ist warm. Mir ist zu warm. Oh, Smolensk, Hallöchen, du. Gott sei Dank, ein Stück Scheiße auf meiner Seite, ey. Sonst würde ich dich jetzt ficken. Mann, 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 Mann. Wir haben kein Zivi, nur ein Zerstörer. Also wenn das nicht eine gute Runde wird, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben solche. Okay, das A-Cap ist ja richtig komisch rechts da so. War es nicht früher mal da, aber es ist ja verändert worden, die Map, ne? Sonst könnte ich mich jetzt schön in die Insel verstecken und dann cappen. Aber naja. Dann halt nicht. So, ich fahre hier nicht weiter voraus, denn ich kann zwar wegen meinem Schutz vorne gut tanken, aber schlaue Menschen schießen oberen ja, hier den oberen Bereich ab, weil der halt nur 25 mm ist. Und das tut dann halt weh, ne? Ja, Hallöchen. Genau, kommt direkt eine. Oh, bitte Smoke noch nicht, sondern erst später. Weil ich fahre mal ein bisschen vor, wenn er gleich smoken sollte, kann ich ihn nämlich aufdecken. Hey. Okay, er ist schon safe in meiner Range. Ich kann ihn safe aufdecken, wenn er weg ist. So, jetzt. Hallöchen! Hast du wohl vergessen, dass ich hier Radar und so hab, ne, du kleiner Penner? Tschüss! Ah, okay, ein Stück Scheiße weniger. Oh, fuck. Das sind Runen. Überall, alles. Ach, Monarch. Schießt auf mich. Ach, sollte kein Problem sein. Aua. Okay, never mind. Schießt ja mit der E, hab ich ganz vergessen. Warum sollte er auch nicht mit HE auf einen Kreuzer schießen? Das macht halt, ne, total Sinn. So, Smolensky, kannst du mal smoken oder so? Na, ich sollte mal HE laden. Euer smoked sogar wirklich, ey. Es könnte das erste Mal sein in meinem ganzen Leben, dass ich den Smolensk lobe. Mein Gott. Nee, Spaß. Wobei, keine Ahnung. Hab ich jemals den Smolensk gelobt? Das Ding ist, immer wenn ich. Das Ding ist halt echt selten, dass ich überhaupt mal irgendwie in der Nähe von der Smolensk bin, weil die Smolensk spielt ja meistens immer so zentral auf der Map, um halt möglichst viele Leute taktisch nicht abzufacken, sondern natürlich anzuzünden, um halt Schaden zu ja, Damage zu machen. Das funktioniert bei dem Bubu hier gerade irgendwie nicht, denn der hängt hier die ganze Zeit in seiner Smoke und ist ja nicht mal was aufgedeckt. Warum ich hier rumhänge? Ich keine Ahnung, ist hier gerade gemütlich tatsächlich, also ich würde hier sogar gern bleiben. Mein, wozu weg, wenn alles noch super ist hier. Ich meine, es zwingt mich niemand hier weg. Oh, warte doch. Es zwingt mich, was hier wegzufahren. Und zwar ich. Denn ich merke gerade, dass. Die Bismarck haut ab. Die Huhn ist auch schon da hinten. Das einzige Schiff, was noch die hier ist, ist die Monarch. Das heißt, es wäre dumm, jetzt hier wirklich echt noch länger zu bleiben. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt langsam abhauen. Das ist mich ja voll useless, wenn ich hier die ganze Zeit rumhänge und darauf warte, mal irgendwie, dass hier jemand her wird. Die Hanan ist bei uns im Cap gerade auch, das ist ganz cool. Das ist ganz gut. Haben wir den Cap schon mal? Die Feinde sind gerade bei Desea gut vertreten, deswegen wäre es auch schlau, wenn wir ein bisschen aufrappeln würden und dann ein bisschen, ja, pushen. Ich hätte gerne ein Feuer. Aber was ich an diesem Schiff einfach nicht leiden kann, ist, dass HE so übelst scheiße ist. Ich bin einfach Goliath-HE gewohnt, tatsächlich. Goliath hat so geiles HE. Ich schwöre.
So, komm, ein Feuer. Ich. Ja. Die Schüsse sind auch so unpräzise, dass ich auch gefühlt nie treffe. Okay, er fährt weg. Er dreht weg, meine ich nicht. Er fährt weg. Okay, es war nicht genug, um ihn zu zitadellen, aber er schießt gerade auf AP, was ich sehr angenehm finde, tatsächlich. Lol. Na gut. Das war's mit ihm. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich mich jetzt mit einer... Oh doch, ich will jetzt mit mich mit einer Monarch anlegen, weil der Typ gerade volle Breitseite zeigt gleich. Jeden Moment. Wartet kurz. Gleich noch nicht. Jetzt. Ja, jetzt sollte es ungefähr sein. Komm, deck ihn noch einmal auf, dann kann ich nochmal reindrücken. Weiß. Ah, ja. Yeah. Kann ich ihn jetzt schon zitadellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich ihn jetzt schon treffen? Das wahrscheinlich auch nicht. Okay, da ist die feindliche Halle, muss ich in Auge behalten. Jetzt habe ich auch... Scheiße, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe ganz umsonst... Ich habe ganz umsonst jetzt scheiße... Defense-Feuer dabei. Es gibt nicht gar keinen Zerstörer, den ich, gar keinen Flugzeugträger, den ich damit irgendwie abfangen kann. Okay, da hinten ist noch eine Bismarck irgendwo. Achtet der auf mich? Nee, achtet nicht auf mich. Komm mal hier irgendwie ums Eck. Damit ich hier nicht von so vielen Seiten abgeschossen werden kann. Okay, meine Artillerie kriegt's besser hin. Drei Treffer mit der Artillerie und ich habe jetzt schon Feuer gemacht, ey. Und ich habe, ach Gottes Willen. Also die Artillerie macht besser Feuer als es, an sich das HE. Diesem Schiff, ey. Oh, ich kann. Oh, ich kann es ja doch einsetzen. Ja, moin. Also kann ich auf diese. Kann ich so noch Schaden machen? Ja, gut, aber ich mache mehr Abpraller leider. Mehr Abpraller als ich gern hätte. Ich hätte gerne Penetrations, danke. Bin, ich weiß, ich sollte auf HE laden, aber will ich irgendwie nicht. Genau, darauf habe ich gewartet, danke. Nicht darauf, dass ich abgeschossen wurde von noch jemand anders. Ich meine, darauf, dass er Breitseite zeigt, ne? Okay, das ist jetzt ungeil. Oh, das ist lucky. Oh, scheiß die Wand dann. Ich bin unentdeckt. Schnell, Rückwärtsgang. Solange ich nicht entdeckt bin, schieße ich auch nicht. Ich will mich überleben. Ich kann ja HE laden, warte mal. Ich glaube, jetzt lohnt sich das sogar. Ich habe die Insel bei mir, da kann ich schnell noch abhauen, wenn ich will. Ich werde jetzt wahrscheinlich auf die Bismarck gehen, die da noch Half-Life ist. Was ist mit der Pommern? Was macht die? So ein bisschen zurückfahren erst. Warte kurz. Okay, die Bismarck da ist fast tot. Ist alles cool dann also. Wenn der mich jetzt aufdeckt noch bevor... Oh, okay. Na, Moment. Ich bin das einzige Schiff auf der linken Flanke, sehe ich das gerade. Das heißt, ich bin der Einzige, der gegen die Pommern und die Bismarck irgendwie kämpft gerade. Bisschen scheiße. Gefällt mir nicht. Ich
sehe auch, wie krass erwartet, dass ich mal schieße, aber. Komm, ich mach dir, tu dir mal einen Gefallen und tu es jetzt auch. Ich glaube, ich bin jetzt schon in einer guten Position gerade. Einigermaßen zumindest. Könnt ihr mir bitte nur dahin schießen, wo ich auch Abpraller kassiere? Danke. Das ist echt freundlich. Ich wollte gerade Nahkampf sagen, ist das eine gute Idee, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ich die ganze Zeit rückwärts mache. Und dabei hey, oder sowas schieße auf ihn. Okay, dass ich mit dem Schüssen jetzt mal einen Fall gemacht habe, ist glaube ich entweder ein Glück oder es war mal, keine Ahnung. Okay, gut, dass wir die Insel haben zwischen uns und der Pommern. Sonst hätte ich dies jetzt auch fressen müssen, leider. Ja, der trifft mich auch mal da, dass er mir auch sogar Schaden macht, der Arsch. Was für ein Lacker. Ich glaube, ist er jetzt tot? Nee. Scheiße, das wäre gut gewesen. Warum stirbt er nicht? Komm, Abpraller, ich habe Panzerung. Ah ja, okay. Hat sogar mal funktioniert, geil. Ich kann ihn jetzt nicht mehr... Kann ich da vielleicht rüberschießen noch? Da bei der zwischen der Lücke? Oh, fuck. Nee, geht natürlich nicht. Scheiße. Ich habe die Halland noch hier, das gefällt mir. Das ist sogar sehr gut, tatsächlich. Also ich muss noch einmal auf die Bismarck pupsen und dann ist er tot. Nice, Riga, nice. Ich weiß nicht, bei den manchen Leuten weiß ich einfach nie, ob das ernst gemeint ist oder ob die das einfach nur aus Spaß sagen, um mich zu triggern. Ich kann meine Mails nie einschätzen, wenn die sowas schreiben. Das war mal eine geile Runde in der Riga. Meine Güte. Also, ganz klar, ich muss sagen, diese Schiffe sind echt gut, aber ich komme mit dem HE, keine Frage, ist echt nicht so geil. Also, aber AP ist auf jeden Fall geil. Also, das ist klar. AP ist wirklich sexuell. Macht echt Spaß, auch mit diesem Schiff auf AP zu spielen, aber in manchen Situationen ist es einfach dumm, AP zu schießen, weil... Auf Entfernung allein schon, weil die Schüsse sind dann so scheiße unpräzise, dass du halt wirklich gar nichts triffst, ne? Ja. Trotzdem haben wir gut was gemacht. Monarch habe ich gekillt. Oh, habe ich sogar verdient, den Kill. 43.000 Schaden. Neptun war echt sexuell. Der war schnell rausgenommen. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ja. Bourgogne hat... Feinde ja auch Bourgogne. Bourgogne, was war das nochmal? War das nicht eine Alsace nur auf Stufe 10 und mit schlechterer Artillerie, ne? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gut, das war's von diesem Video. Und wenn ihr es verpassen wollt, abonnieren gerne und dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal bei irgendeinem neuen Video. Bis dann, Leute.